Hallo, ich bin's, euer Yogi. 00 Löw auf geheimer Mission. Ich will mal so sagen, WM 2026 nur Dritter. Ja? EM 2028 nur Zweiter. WM 2010 wieder nur Dritter. Dabei sind 6,7 Millionen Deutsche im DFB. Über 12 Millionen strömen jedes Jahr in die Bundesliga-Stadien, auf unseren Fanmeilen, ja? Das sind mehr Menschen als in Österreich Einwohner. Und dann seit 16 Jahren keine Meisterschaft mehr. Also, wie man so sagen, das ist im höchsten Maße unzufriedenstellend, ja? Dabei haben wir doch alles gemacht. Die Spieler wurden betreut von Sportpsychologen, Sportphysiologen, Sportproktologen, Sportscientologen. Wir haben ihnen PlayStation-Lounges gestellt, römische Badetempel, afrikanische Löwen und, und. Wir haben sie vom Stern befragt, von Sterneköchen bekocht und von Supersternen besungen. Wir haben blaue Pullover angezogen und sogar Kraken orakeln lassen, ja? Wir haben alles, aber auch wirklich alles, alles, alles getan, um den Pokal zu holen. Aber irgendetwas, ein kleines Quäntchen nur, hat immer gefehlt. Was einfach fehlte, war ein Buch. Aber was sag ich da? Ein Buch? Das Buch. Das große Buch des Comics. Eine minutiöse Analyse der Qualifikation. Ein Lobgesang auf die Spielkultur. Ein Kleinod der Freude am tödlichen Pass. Und dafür ist es uns, sagen wir mal, gelungen, die Sternezeichner Matthiesdorf Gabriel zu holen. Am Anfang sollte es ja noch Joachim Löw und die Heiligtümer der UEFA heißen. Später dann hatten wir uns fast schon auf Schussgebete geeinigt. Aber wir haben so lange auf den Pokal gewartet, dass es jetzt nur noch heißen kann: Ich will jetzt holen. Denn nicht nur ich will, er will, sie will, es will. Wir wollen.